Spaß fahren. Ich will fahren, dass es funktioniert, weißt du? Am Anfang war es dann einfach noch so geil, cool, nach 5 Jahren mal wieder fahren. Super, aber da bin ich ja schon längst drüber hinweg. Es muss halt jetzt vorangehen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es muss auch Fun machen, aber es muss auch vorangehen. Weil vom letzten Platz winken macht nur manchmal Spaß. Bin da verbissen und voller Leidenschaft drin. Aber ich mache so lange, wie der Körper kann. Solange der Körper, der Geist einigermaßen mitspielt, mache ich. Und wir steigen ja erst morgen übermorgen in die nächste Next Generation auf. Mehr Umfang. Mehr Auswahl, mehr Content in den nächsten Tagen. Besser sortieren alles, mehr Übersicht. Mal schauen, ich habe mir schon Notizen gemacht. Ein Mammutprojekt, mal gucken, wie ich das stemmen kann. Habe ich ja so, wie sagt man, jetzt habe ich ja Blut geleckt, bin ehrgeizig geworden. Schon weiterkommen. Teilweise auch ungeduldig, ja, so wie Katie weil gemeint hat, ich soll halt geduldiger sein, was einiges angeht, aber geht halt nicht immer, ne? Zur Tagesform. Die ganze Zeit, dass ich nicht mal mit dem GT3-Lenker wieder fahren soll. Da konnte ich eigentlich fast noch präziser lenken als mit dem hier. Zumindest bei GT3. WB-Cord, ne? Bist du zurück vom Kaffee trinken? Sector 3 is 1.4 seconds off the pace. Ich konnte noch ein bisschen meine Zeiten verbessern. Ich habe mir ja Video angeschaut gehabt. Von irgendeinem Tom von ACC. Hab leider keins von AC gefunden. Überall nur ACC ist eine Katastrophe. Sector 1 is 1.2 seconds off the base. Aber hat mir schon geholfen, was einige Kurven und angeht. Ich kann jetzt meine Zeit zwar nicht mehr so einfach verbessern, da muss ich halt schon noch mehr lernen und besser fahren, aber ich kann sie zumindest fahren, die Zeit. Auch
wenn Xent dann 2 Sekunden besser gefahren ist, wird immer froh, dass ich überhaupt nicht. Oh. Siehste, auf die Wiese gekommen, Stunde Training Adam heute. Ich glaube, wenn ich das mache, dann kann ich nie aufhören. Für mich ja. Ich könnte auch unter 46 kommen, aber. Ich schaffe es nicht so sauber zu fahren. Das geht halt nicht so. Ich kann halt, er sagt, der hat gesagt, an der, mitten in der Kurve Vollgas geben. Hä, wenn ich Vollgas gebe, dann bin ich RIP? Verstehe ich nicht. Ich habe so viel Traktion nicht. Anderes Spiel, anderes Auto, klar. Ich habe es aber irgendwie geschafft, so ein bisschen, was er gesagt hat, umzusetzen. Alles geht nicht, aber ein Teil. Trotzdem bin ich zufrieden, was ich so erreicht habe. Wenn es dann morgen wieder bei der neuen Strecke wieder ganz anders aussehen wird. Kaum sage ich das, mache ich so einen Blödsinn in der Kurve. Ich versuche halt immer wieder was, ne? Alexa, stopp, muss kurz schauen ins Gefrierfach, ich habe da Flaschen reingetan, schauen wie weit die sind, ist ja direkt hinter mir.
Wieder zurückgerollt. Hab die jetzt einfach rausgenommen, das passt schon. Das Ding ist so gefroren, muss man wieder auftauen, ey. Jo. Das war wild. Ich würde mal gerne sehen, wie du das angestellt hast bei dir mit dem Formel 1. Das ist schon schwer, die Sicht, ne, mit dem. Ich schalte mit dem nie geradeaus, ich schalte nur links und rechts auf die Strecken. Auf die Curbs oder die Zahlen oder so, da stehen, wo ich bremsen muss. Schickst du Screenshot, okay. Bin aber gespannt, ob du mehr Übersicht hast. Einfach so fahren, oder? Einfach fahren wie in F1.
Ja. Okay, schauen wir mal. Ist das 21:9? Ganz normal, Full HD, okay. Müsste ich ja auch so hinkriegen. Welches Ford fährst du denn? Ich fahre hier gerade, wo ich so nah dran sitze, 52. Ich sitze jetzt 80 bis 88 Zentimeter dran. Also stimmt, hier steht sogar oben die Auflösung. 56, okay. Ja, ist ja gar nicht so viel anders. Ich könnte auch noch höher machen, weil ich habe mich näher dran gehockt mit dem Stuhl. Ich könnte auch noch ein bisschen mehr fahren, aber ich lasse einfach 52 jetzt. Beiden Bildschirm sehen gerade. Das ist halt Standard, genau. Oben hast du ganz nach unten. Weiter nach hinten oder so, ne? Okay. Ich lasse halt mir mal den Screenshot, wenn ich mal den fahre. Und ich kann hier mal gucken. Der ist eh frei. Da schauen wir mal, ob man das so hinkriegt hier. Also ich bin jetzt nicht unzufrieden, wie ich es hatte. Oder ich habe es noch nicht mehr eingestellt nach dem neuen Vor und hier, aber ich finde es schwierig. Man kann halt nicht gerade ausschauen. Ich schaue immer links und rechts. Schau da, dass man nicht direkt die File kopieren kann. Von dem Auto die File kopieren, dass du mir das 1:1 gibst, so. Das wäre wild. Direkt, weil jedes Auto hat, glaube ich, seine eigene Config. Okay, du fährst du dann noch hier. Okay, warte. Ich bin einfach so gefahren, weil ich keinen Bock mehr hatte, irgendwas zu ändern. Ich sag's dir. Ich bin einfach so gefahren, war mir egal. Ja, könnt ihr auch so fahren, ne? So viel anders ist er das zu dir nicht. Du hast nur mehr FOV. Sitzposition vielleicht nach oben ein bisschen. Neigung, keine Ahnung, vielleicht nach hinten zweimal, ja. Mit dem Pfiff ist es halt so, glaube ich. Ja, du schaust halt noch ein bisschen mehr über den Himmel, genau.
Sitzposition vielleicht noch einmal nach hinten. So viel brauche ich ja. Na gut, bei dem Vorf kann ich die Reifen irgendwie nicht einmal vorverstellen. So, zack, zack. Nee, ich lasse so, wie ich hatte. Ich ändere das Vorf jetzt nicht mehr. Muss ich mich wieder zu sehr gewöhnen. Lasse ich einfach so. So vielleicht könnte ich vielleicht fahren. Aber die Handschuhe tue ich weg und das Lenken lasse ich so, weil das, ich weiß nicht, irgendwie. Irgendwie stört mich das beim Fahren bei dem extrem. Was meinst du, so kann man lassen? Achso, ich kann nicht mehr fahren. Ich bin so mit der anderen Sicht einfach gefahren. Ich habe getestet einige Strecken, die ersten 8 Strecken. Ich habe getestet Bahrain, Aserbaidschan, Australien und so weiter. Fand ich eigentlich nicht schlimm. Aber war doch ein bisschen sehr, sehr begrenzt, dass man nichts sehen konnte. Ich konnte aber auf jeden Fall Australien so fahren, wie ich in F1 22 fahren konnte. Gleich in Gänge und so. Bringt es eigentlich was, dass man über dem Halo was sieht noch? Wow, 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 wie direkt das einlenkt. Formel 1 habe ich vergessen. Muss ich jetzt wieder anmachen. Ja, das denke ich mir auch. Ich hatte es halt mir so hingetan, dass ich die Vögel nicht mehr zählen möchten kann. Bin aber viel, viel weiter weg von der Straße als bei den anderen Autos. Achso, ich kann ja, also Formel 1, musste nicht 100 Meter bremsen. Wow. Ich hatte ja so probiert, weil ich keinen Bock hatte einzustellen, aber so ist es halt einfach bescheuert. Du siehst halt echt nichts. Und dann hat es mir irgendwie keinen Fun mehr gemacht, so.
Aber hatte mich dann gewöhnt halt, ne, sogar. Schau mal, ich sehe halt nichts mehr so. Die Straße ist halt nicht so breit wie das Halo. Aber egal, ich schaue eh nicht geradeaus, ich schaue eh immer links, rechts. Von daher ist es ja fast egal. Schon wieder. Wenn es Halo nicht wäre, wäre es einfach optimal. Ich kann es auch wegmachen, das Halo, aber dann ist trotzdem die Befestigung unten da. Nur das obere weg und das bringt mir dann auch nicht so viel für die Sicht. So, ich habe ja auch DRS und sowas vergessen. Ich muss mal hier auf Formel 1 umstellen, mein Hub da. Damit ich auch DRS-Zonen sehe und so. Damit ich auch meine Batterie sehe, die sehe ich ja in der Sicht hier nicht. Ei. Boah, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Ob ich es so lassen soll oder nicht. Ausmacht, schaut es auch seltsam aus irgendwie.
Wie viel Reifendruck braucht denn so ein Formel 1? Beim anderen war es 26. Beim GT3, was braucht denn hier so ein Formel 1 Ding? Hier steht 20 bei Hot, 21 und 20 bei Hot. Beide komplett Downforce oder was? Krass. Ach du Scheiße, okay. Das ist wild. Kommst du überhaupt über die Gerade? Wieso ist denn bloß 50%? Hier machen wir mal da 100. 10. Da bin ich mal gespannt hier. Der Verrückte, komplett alles auf. auf Kurven. Alter, was hast du denn für Downforce hier? Du Scheiße. Boah, nee, Alter. Was ist das hier? War rausbeschleunigen? Ist wild. Gleich mal Flügel aufgemacht hier in der Box. Im vierten. Hier kannst du schon von dem fünften, ne? Ja. Ich habe keine richtige App gefunden für Setter Corsa, dass alles angezeigt wird, wie Batterie und so. Das ist zwar drin im anderen Ding, aber DRS ist da nicht drin. Uff.
is good. Ich halt Schiss habe, im zweiten zu beschleunigen. Was geht eigentlich? Stimmt, ja, hast du recht. Dann muss ich, kann ich beschleunigen. Voll vergessen, ich bin jetzt lange nicht mehr Formel 1 gefahren hier. Und noch GT3 Gedönse. Stimmt. Zwar nicht so krass Schwarzschiffen wie im anderen. Bevor der Gang ausgefahren wird, einfach zum nächsten schalten. Gut, dass ich von selbst drauf gekommen bin, Kappa. Ja, das war jetzt wieder, ich wollte halt. Genau. Das, die mir da gezeigt, das war gut, ja. War echt. Das war eine der größten Addierungen an, zu meinem Skill, was ich jemals hatte, glaube ich. Ja. Aber so schlimm muss man es jetzt nicht mehr machen, ne? Anscheinend gab es einen Patch. Keine Ahnung, ob du noch einen Patch gespielt hast. So schlimm muss man es nicht mehr machen. Ich habe nicht gespielt, aber Olli hat das erzählt. Ja, die haben die Gänge halt länger gemacht, glaube ich, oder? Ich habe es auch nicht mal probiert. Das war der letzte Tag, oder der vorletzte Tag, an dem du mir das gezeigt hast. Nachdem ich es gezeigt bekommen habe, begeistert war, habe ich nie wieder gespielt. Das ist mir total versaut, Zentern, Kappa. Das heißt, dass der Motor erst dann kommt, oder was? Später, oder wie? Also dann mehr Power hat später oder später statt zu früh oder keine Ahnung. Genau, okay, da denke ich mir, weil der hat einfach schon zu früh durchgedreht. Genau, ist es nicht auch Sinn der Sache, dass er bei höheren Drehzahl erst die maximale Leistung bekommt und nicht bei 1000? Ich muss sagen, nachdem ich jetzt so viel mit GT3 gefahren bin, fehlt mir schon Formel 1, na klar, aber wenn ich jetzt ein paar Runden hier fahre, bin ich jetzt schon wieder befriedigt. Das passt dann schon fast wieder. Müsste jetzt hier nicht 10 Stunden fahren.
Aber geht hier echt gut auch. Vom zweiten, dritten schalten. Und es ist genauso wie fast die gleiche Drehzahl. Du, und ich muss sagen... Achso, ich hab DS vergessen. Ich finde es auch mit diesem Fov hier nicht schlimm. Also mit dieser Sicht, weil... Das ist halt das, was ich momentan spiele. Und ich muss, wie ich schon vorher gesagt habe, ich schaue nie auf die Straße gerade. Ich schaue mal links und rechts, je nachdem. Entweder Bremspunkt oder... Curb oder... Oder was weiß ich. Geradeaus schaue ich halt jetzt zum Beispiel ganz kurz. Und jetzt schaue ich schon eh wieder woanders hin. Ich habe keine Zeit gerade auszuschauen. Und wenn man eine Strecke kennt, dann ist es auch einfacher, das zu adaptieren auf Formel 1 halt. Ich hatte die Tage mal auch Miami getestet, gibt es auch für AC. Und einige, und Aserbaidschan auch, habe ich ja glaube ich vorhin schon gesagt. Und, aber die Grafiken sind krass bei den Strecken im Vergleich zu den alten Strecken. Brutal. Also zwei Versionen von Miami waren da dabei bei dem 22er Trackpack. Und ich habe die genommen, die mir am ersten an F1 22 dran war. Es gab bei dem anderen gab's keine Steigung, kein Bergauf da. Da gab es nur irgendwie eine komische Schikane, habe ich dann nicht genommen, die. Ich möchte ja Bergstein gehen. Ohne Bergstein ist die Strecke nur halb so wild. 300 Messner Style muss sein. Oder DS vergessen. Ja, mach das. Du musst ja noch ein paar Chars leveln, ist ja klar. Ich mach das erst wieder mit dem Pre-Patch, weißt du? Neuen Server. Neuen Server, 50% Boost. Beste, Mann. Mit anderem Namen, Gino einfach. Ja, Lutschkäse. Einfach wie Milch Gino TV. Aber was macht es denn für einen Sinn, dass es dann aufhört, wenn erst dann die Server kommen? Ich dachte, dass der Boost erst aufhört, wenn Lich King kommt. Zum Release. Und dass der Boost bei Shadowlands, glaube ich, Season 4 jetzt ist. Oder nicht? Und bei Lich King bis zum Lich King. Nur mal nachschauen. Aber was ich halt zum Pre-Patch kommen die neuen Server, ne? Wo die Leute quasi auch bei Null anfangen können, dass jeder die gleichen Chancen hat. Was ich ja grundsätzlich okay finde, aber warum sollten die dann den Boost rausnehmen?
Macht für mich jetzt keinen Sinn, aber es ist Blizzard, keine Ahnung. Können wir ja nochmal nachlesen. Was spielst du denn da in Lutschkäse oder was spielst du denn gerade hoch? Ah, okay, okay. Ja gut, so gesehen macht es mit dem Pre-Patch, wenn der Boost endet, auch schon Sinn, weil es ändern sich ja die ganzen Levels und die Dinger, gell? Die ganze XP, die man braucht. Dann mach das. Viel Spaß wünsche ich dir. Gönn dir. Ich habe damals Main Pala-Krieger. Ich habe eigentlich alles Main gespielt. Keine Ahnung. Pala-Krieger, Dudu. Ich habe alles gespielt damals. Sogar DD. Survival Hunter war gigantisch mit dem Schwarzpfeil. Hat ultra gebockt. Also Tank alle Klassen. Und sogar DD. Dot-Hexenmeister, Survival, schwarzer Pfeilhunter. Katze kurzzeitig, weil ich bei einigen Bossen auf Katze gehen musste. Oder wollte, oder wie auch immer. Also, es war die größte und beste Zeit ever. Und wieder DS vergessen. Na gut, will ich nicht weiter aufhalten. Gönn dir. Bist du denn eigentlich auf, kurze letzte Frage, bist du denn auf Horde- oder Allianz-Seite? Leider kommt halt der Patch, nachdem, als wir die Todesritter schon schwächer gemacht haben. Ich dachte, wir können am Anfang mit dem Todesritter so ein bisschen Gaudi haben. Ich bin ja auch auf Everlook mit Classic, ne? aber Horde. Also quasi der einzige Horde auf dem Server. Ja, es ist nett, ist nett. Kann man sich geben, ja, kann man sich geben. Cool, schön, 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 schön. Schnell wieder auf GT3, nicht das Technik kurz mal reinschauen zwischendurch und zieh dich, spiel was anderes. Weißt du, ich meine. Achso, ich dachte, du bist schon längst weg und hast noch ein Level gemacht. Was denn jetzt? Und weißt du, wann der Pre-Patch kommt? Nee, oder? Steht doch nicht fest. Verstehe ich auch, dass der Pre-Patch nur dafür gedacht ist, von 1 bis 70. So.
Genau, mach mal, machen bei Gelegenheit. So, okay, ich teste mal den Audi. Nee, ich wollte mal ganz wilde Geschichten testen heute. Ganz wilde Geschichte. AMG habe ich schon getestet. BMW. McLaren habe ich nicht den Lexus und den Jaguar reingetan. Porsche. Da, nee. Ich wollte die ganzen Autos reintun, die eigentlich komisch sind. Habe ich die nicht reingetan oder was? Hä? Ich dachte, ich hätte das reingetan. Dass ich die nochmal teste. Warte, also wir haben ich dachte, ich hätte das reingetan. Porsche, BMW. Ferrari, Nissan. Ach, ich wollte die alle nochmal reintun zum Testen. Finale Stunden vor dem Spiel. Bis morgen, viel Spaß. Ah ja, okay, ich sehe es. Arena Season Ends. Pre-Patch in Live Server Starts. Ui, am 16. August schon. Aber 13. September stimmt ja schon nicht. Das ist 26. Dann kann man das ja alles nach hinten schieben, oder? Weil der Leak stimmt ja schon nicht mehr. Weil es der 26. ist, der Rolls Out. Ja, stimmt, du hast doch dazu geschrieben. Alles gut, vergiss es. Habe ich nicht gelesen. Ich war geblendet von dem Foto. Jetzt geh endlich, dein Cousin wartet. Hopp, hopp. You can try to resist, try to hide from my kiss. Ich hätte sogar Honda reingetan. Habe ich echt nicht gemacht. Ich wollte die ganzen komischen Sachen nochmal reintun. Um zu sehen, ob es wirklich so komisch waren. Weil bei dem Ferrari genau das Gegenteil. Fand ich beschissen in Nürburgring und hier auf einmal fand ich ihn ultra stark. Also was ultra stark. Ich habe ihn nach 500.000 Runden fand ich ihn nett. SCGH. Porsche. Lexus habe ich echt keine reingetan. Wir haben nur den, oder was? Was ist denn mit Jaguar? Wir hatten doch einen Jaguar. Habe ich den nicht mehr reingetan? AMG. Jaguar, doch, der ist drin. Mal kurz durchschauen. Gut, den M6 GT3. Können wir auch nochmal testen. Den GT3 20, das ist der starke. Gut, wir haben jetzt den 21, den anderen, das passt ja dann. Aber der war ja eh gut. Ich wollte eigentlich nur eine pro Marke erstmal haben. Jetzt habe ich den Porsche doch reingetan, ey. Eine Scheiße. Talara, nein. Grand Prix, nein. Honda habe ich drin. Jaguar habe ich auch den anderen. Jaguar, Honda. So, Lexus habe ich drin. Ich wollte die nochmal zum Abschied testen hier. Das nennt sich
Emperor Server oder so? Wenn du bei Emperor Server Manager oder so nennt sich das. Schnitzel. Emperor Server Manager. Ich glaube, so heißt das genauso. Da ist, es gibt eine Free-Version und es gibt eine Paid-Version. Okay, dann habe ich jetzt nochmal zum Abschluss heute noch ein paar reingehauen. So, letzter Tag die Strecke. Dann testen wir noch ein paar Autos. Und ab der nächsten Strecke, wenn es hinhaut, ist sowieso einiges anders. So. Ich glaube, ich muss erstmal pinkeln, bevor wir wieder starten. Läuft das Spiel überhaupt noch? Nee. Zack, jetzt halt. So, also was wollte ich testen? Ich habe heute den AMG fand ich zu krass, zu rutschig. Der Bentley, den habe ich ja schon in Ding, ich hab den in beim Nürburgring als total schlecht empfunden. Moin Banzai. Ich bin den heute gefahren, den Ferrari, den fand ich heute eigentlich gut. Nürburgring fand ich den komisch, aber Ferrari fand ich echt gut. Bin jetzt zwar nicht so stark gefahren wie die anderen, aber ich bin ja auch ein Anfänger, sage ich mal. So, aber 8 Stunden Training am Tag müssen sein. Deswegen ist gerade das Ende dieser Strecke, bis die nächste Strecke kommt. Deswegen noch einige Autos testen, wie die sind, ob wir sie in die nächste Strecke übernehmen. So, dann testen wir nochmal. Einfach nochmal den testen. Wie das sich jetzt mit der Erfahrung fährt. So, bin mal schnell schiffen. You can try to resist, try to hide from a kiss. Can't fight the moonlight. Schlecht, oder? So schlecht. So, sofort fertig. Un momento, por favor.
Ob hinter mir ein kleines Licht angemacht. Wird jetzt nicht allzu viel helfen, aber das Licht von der Strecke reicht, um in die Nacht zu fahren. Ach so, warte. So. Hier. Ich stehe gleich heller, wenn ich auf der Straße bin. Was für eine Sicht wieder hier. Also, gucken wir mal. Was geht, Banzai? Hast du noch gespult, AMS2? Bin aktuell hier viel an AC dran und bastel da an meinen Server immerhin wieder. Wir machen alle 3 bis 4 Tage neue Strecke und testen einige Autos. So, was haben wir denn hier eigentlich? Tieres. Erstmal weniger. Ey, wo? Tieres, was haben wir denn da? Okay. Gucken wir mal, was wir aus dem. Aber die Sicht ist nicht, ist wild bei dem. Okay, der Aussteck ist auch komisch. Ich hab eh auch. Lass mir die Sicht erstmal so. Falls nicht, können wir sie noch verändern. Das klingt so dumpf irgendwie. Let's go zum Mangler auf der Straßen. Sieh uns Dreck. Ich weiß nur, der war. Ja, ja. Ich weiß nur, der war sehr schwerfällig hier.